So Leute, da sind wir wieder bei Let's Play Together World of Warcraft. Wir sind hier heute mal wieder nicht nur zu zweit, sondern wieder zu dritt. Wir haben hier unseren kleinen Dauergast wieder dabei. Kennt ihr ja mittlerweile schon den guten alten Kenji, alter Dinadon, whatever, heute mit seinem Druiden auch dabei. Hallo. Ja, das letzte Mal haben wir Level 68 gemacht, können jetzt also schön nach Nordend. Und da müssen wir jetzt erstmal mit dem Schiff hin. So. Der Chrissy ist übrigens auch wieder mit dabei. Der hat bloß heute noch nichts gesagt. Ja, ich bin heute recht stumm. Ja, und der Chrissy hat ein neues Headset, deswegen hört er sich ein bisschen anders an als sonst. Also wundert euch deswegen mal bitte nicht. So. Jetzt müssen wir nur mal ganz kurz aufs Schiff warten und dann questen wir uns erstmal ein bisschen durch die boreanische Tundra durch. Also zumindest einen kleinen Teil. Inis gehen werden wir heute auch noch. Wenn wir heute schon mal eine Gruppe mit Heiler, Tank und einem DD haben, dann kriegen wir auch schön die Instant-Invites. Momentan könnten wir allerdings bestenfalls noch BC-Inis gehen, weil wir halt noch nicht Level 69 sind. Ab 69 kommen erst die random WOTLK. Naja, wobei man ja sagen muss, Burgundgarde sieht man auch oft genug. Ja, das sowieso. So, das Schiff könnte jetzt langsam mal kommen. Ja, das Schiff lässt auf sich warten. Immer diese blöde Warterei. Bin eh schon froh, dass wir jetzt endlich mal wieder WoW aufnehmen können, nachdem das die letzten 2 Wochen leider nicht geklappt hat. Ja. Chrissy ist Mei, immer hat was immer was zu dazwischen. tun. Chrissy ist immer was dazwischen gekommen. Er hatte auch einen kleinen Umzug. Mehr oder weniger. Jo. Aber gut, jetzt können wir endlich wieder aufnehmen. Es geht endlich wieder weiter. Ich muss keine Lückenfüller mehr für die Freitage reinhauen. Wobei ich davon gerade noch immer mehr als genug hätte. Schiff ist da. Na wunderbar. So. Bin immer gespannt, wie weit wir heute kommen, leveltechnisch. Mindestziel ist 72. Aber ganz sagen, 72 schaffen wir auf jeden Fall. Ja. Müssen wir schaffen. 73 wäre mir lieber. Was kriegst du dann? Und kriegen tue ich dann nichts, glaube ich. Mir wäre es bloß lieber, weil es ein Level mehr ist und. Ach so. Ja, kriegen tue ich was auf Level 70 und 75, dann habe ich endlich mal ein paar Dev-CDs. Also, ein paar Dev-CDs außergöttlicher Schutz. Ich bekomme im nächsten Level endlich mal was, wo ich ein bisschen mehr Schaden mache. Was kriegst denn du schon wieder? Pyrolyse. Ah, stimmt. Ja, ich krieg mit 70 einen unermüdlichen Verteidiger und mit 75 einen Wächter, du alten Könige. Ah ja, den kriegt man ja bloß noch als Tank, ne? Ja, Ich fand den immer geil. ist ja 50% Schadensverringerung beim Tank. Und mit 81 kriege ich dann irgendwann mal den Segen der Macht. Bis jetzt kann ich ja immer noch nur Blessing of Kings buffen. Ja, mit Level 75, da kriege ich. Nehme ich da Chromade Opferung oder der Überlegenheit? Es kommt immer drauf an, was du lieber spielst. Wenn du lieber mit Dämon spielst, was zum Questen allgemein praktischer ist, dann nimmst du lieber Überlegenheit.
Ich habe bis jetzt noch nichts anderes gespielt außer Zerstörung. Ich werde definitiv jetzt nicht auf Dämonologie umskillen. Ich war jetzt auch nicht auf Demo bezogen, sondern allgemein. Achso. Da kommt das Schiff, ich sehe euch. Verdammt, das Mount ist noch zu langsam. Da ist das Schiff noch schneller. Das stimmt allerdings. So. Na dann. Erstmal hier ein paar Quests annehmen. Aber die hässliche Quest mit nach Dalaran fliegen und zurück machen wir nicht, oder? Nee. So, jetzt gibt's erstmal ein bisschen hin und her fliegen. Storm der Haus. Ah, fast hätte ich's geschafft. Fröhliches Hin- und Herrennen, yay. Ich habe einen Satz heiße Füße. Ich bin ganz ohr. Weiter. Ziel verfehlt. So, jetzt haben wir endlich die erste Kill-Quest. Ich hab Aggro. Beim Questen tank ich dir nix. Okay. So. Ja, ich brauche immer erst am ersten Mal, muss ich einmal Schattenbrand machen und danach geht's Chaos, Blitz, Schattenbrand, Chaos, Blitz, Schattenbrand. Ja, das gute alte Spiel. So, was ist hier am meisten wert? Das Schwert. Leroy! Da steht er drin und leuchtet alles zu Tode. Wenn man schon Tank ist. Was denn für ein Drumschlauch? Irgendwo ist eine Tür etwas fester in die Angel geflogen. Ja. Immer faszinierend zu sehen, wie dein Leben langsam dahin schrumpft, wenn du irgendwie läufst. Ja. Ich weiß nicht, Hexer stehen auf Schmerzen. Das Thema hatten wir, glaube ich, schon häufiger.
Ach, da oben ist er. So. Dann sprengen wir mal ein paar Schlundlöcher in die Luft. Ich mach gleich das andere. Ich weiß nicht, ob das von der Reichweite her passt. Probier mal einfach aus. Also bei mir hat es funktioniert. Das habe ich jetzt gemacht. Habt ihr es bekommen? Nö, ich habe nur meinen eigenen. Ich habe den im Süden nämlich gemacht. Den im Norden habe ich aber noch nicht. Ja, jetzt habe ich den Norden auch. Und jetzt müssen wir noch ein paar Kultisten hier killen, bis da das Ding droppt. Ja, ich mache dann das andere Loch noch. Wenn hier mal wieder ein paar Kultisten wären. Scheint hier gerade ziemlich überfarmt zu sein. Ja, ist halt Norden ist geil. Kann man geteilter Meinung sein dazu. Der ist bei mir gedroppt. Ja, ich hab's hier auch. Nanu? Wenn du im meine Fluggestalt, meine Gestalt hat sich entschieden, im Kampf eine hast du nur, Bodengestalt zu werden. Ja, im Kampf hast du keine Fluggestalt zur Verfügung, deswegen. Die Reisegestalt passt sich nämlich immer nach dem an, was du gerade hast. Blizzard sagt nein. Ja, die haben auch eine Quest. Ah ne, der hat eine Quest. Ja, langsam verzweigt sich das Questgebiet hier sowieso dann ganz allmählich. Das Ende der Legion rückt näher. Jo, dann machen wir mal wieder die Kultisten aufdecken, was? Kann man nur schnell verkaufen. Also du verkaufst ihm jetzt noch ein bisschen Zeug und gleich killst du ihn. Genau.
Jetzt kommt noch der eine Wächter unten im Knast, oder? Jupp. Genau der. Der Knastunhold. Yay, der Knastunhold. Hallo Knastunhold, wie geht's dir Knastunhold? Der Mitchells. Mitchells, Mitchellsen? Die Amis fliegen heute schon wieder tief. Ich hab's auch gerade gedacht. Kann man ihn wieder ins Cockpit winken. So, wir gehen als nächstes hin zur Farm. Ja, nach Fernhain hätte ich gesagt, ist am nächsten dran. Okay. Und da gibt's auch gleich ein blaues Item als Questbelohnung, wenn man da durch ist. Hallo, Gerald Grün. So. Bing. Ah, ist ja fest eine Mine, ne? Jo. Da haben wir eh noch eine andere Quest offen. Yay. Verseuchtes Getreide. Der Klassiker. Klassiker-Counter muss wieder nur eins nach oben. Ey, ich habe keinen Bergbau. Ich glaube, ich brenne. Wunder, dass du hier nicht alles anzündest bei der Trockenheit. Naja, wer weiß, wie es da hinten ausschaut mit, Staub und so, ne? Vom Abbauen. Kannst du ja schnell mal zu einer Explosion kommen. Feinstaubexplosion. Was kann ich für euch tun? So, was haben wir hier? Aus der Knirscheibe an wieder, Firi. Oh. Brennen Getreide, brennen. Getreide anzünden, irgendein Buch aus dem brennenden Haus holen und Ghule töten. Unsere Lieblingsbeschäftigung an Montag. Ja. Ein Buch aus dem brennenden Haus holen. Ich glaube, das Haus brennt und hier ist ein Buch, aber ich kann es nicht anklicken. Wieso kann ich dieses Buch nicht anklicken? Also ich kann es anklicken. Geht's vielleicht in Flugform nicht? Was weiß ich. Ha. Na Ruhe, habe ich eine Quest vergessen? Hm. Weil ihr mit euren fetten Flugmons unbedingt immer mit einem Quest-NPC steht. Ja, ich habe eine Quest vergessen. Moment mal, kann ich die teilen? Hab sie schon. Okay. Das erklärt einiges. Warum kann man keine Bücher anklicken? Immer dann denken, wenn ihr in der Bücherei ein Buch nicht anklicken könnt, habt ihr bestimmt eine Quest vergessen. Mhm. Das wird wohl der Hauptgrund sein. Die Ghule, die sind taktisch hervorragend. Die positionieren sich so in den Häusern, dass sie außerhalb des Sichtfelds sind. Ey, das Einzige, was du zaubern konntest. Ja, Gift und Krankheit kann ich halt. Und wieder drei Stimmt, Kisten. Stimmt, deine Mounts sind viel zu breit.